In diesem Video zeige ich dir 43 Kräuter, Obst- und Gemüsepflanzen, die du bei dir anbauen kannst, auch wenn deine Beete vielleicht im Schatten liegen. Also nicht den Kopf in die Erde stecken, denn du kannst immer noch eine ganze Menge bei dir im Garten anbauen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so sonnig ist, wie du es gerne hättest. Aber klären wir vielleicht erstmal, wie schattig es auf deinen Beeten denn überhaupt sein darf. Denn auf einem Beet, das niemals am Tag auch nur ein kleines bisschen Sonne abbekommt, kannst du leider kein Gemüse anbauen. Es tut mir leid, dich da zu enttäuschen. Da könntest du es vielleicht mit Pilzen probieren und ganz vielleicht mit Feldsalat, aber alles andere wird da nicht wachsen. Denn deine Beete brauchen mindestens, und das ist wirklich das Minimum, 4 Stunden Sonne am Tag, damit die Pflanzen, die ich dir hier vorstelle, da überhaupt wachsen können. Ganz ohne Sonne funktioniert das nicht mit den Pflanzen. Photosynthese und so. Den Rest des Tages über kann das Beet aber gut und gerne im Schatten liegen. Und da fangen wir gleich mit einer ganzen Gruppe von Gemüsen an, die auch auf halbschattigen Beeten wachsen, nämlich ganz viele Kohlgemüse, kommen auch zurecht, wenn sie nicht so viel Sonne bekommen. Dazu gehört zum Beispiel der Weißkohl. Du kannst also immer noch Sauerkraut machen, auch wenn deine Beete ein bisschen schattiger sind. Blumenkohl und Brokkoli wachsen auch beide auf halbschattigen Beeten. Genauso wie der Kohlrabi, der Grünkohl und der Rosenkohl. Diese ganzen Kohlgemüse kannst du auch auf halbschattigen Beeten anbauen. Das ist gar kein Problem. Wenn du Kohlgemüse anbauen möchtest, dann empfehle ich dir immer ein Schutznetz zu verwenden. Ich weiß, dass es doof ist, Plastik im Garten zu verwenden, und ich versuche das auch, wo es geht, zu verhindern. Aber Kohlgemüse hat so viele fiese Schädlinge, die dir deine ganze Ernte vermasseln können, wenn du nicht aufpasst, und innerhalb von ein paar Tagen alles abfressen. Das ist so fies, und ich glaube, ganz viele von euch haben das schon erlebt, dass ich immer sage, dann lieber gute Netze kaufen, die jahrelang halten. Ich habe meine Netze jetzt, glaube ich, seit 6 Jahren und die sind immer noch nicht kaputt. Die sehen aus wie neu oder fast wie neu, und ich kann die jedes Jahr wieder verwenden. Also wenn ihr Schutznetze kauft, dann setzt auf eine gute Qualität. Ich kann euch gerne Netze in der Videobeschreibung verlinken, die ich verwende, sodass ihr eure Kohlgemüse vor den ganzen Schädlingen schützen könnt, damit ihr am Ende auch noch was von eurer Ernte übrig habt. Und dann würde ich auch immer darauf achten, dass die genug Dünger haben, denn die ganzen Kohlgemüse, zumindest die, die ich euch jetzt hier aufgeführt habe, sind Starkzehrer und die brauchen einen höheren Nährstoffbedarf. Ich gehe am Ende des Videos nochmal darauf ein, was man bei der Düngung in halbschattigen Beeten etwas anders machen muss als auf sonnigen Beeten. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn das ist wichtig, dass man das beachtet. Aber der größte Fehler, den ich so sehe bei Hobbygärtnern, ist, dass sie ihren Kohl einfach zu wenig düngen. Die sind schon hungrig, die brauchen ein bisschen was, dass sie groß und dick werden können. Die zweite Gemüsegruppe, die auch im Schatten zurechtkommt, sind die Gänsefußgewächse. Das heißt, Mangold, Spinat und rote Beete kannst du allesamt auch in einem halbschattigen Beet anbauen. Das ist kein Problem, die brauchen nicht so viel Sonne und werfen da immer noch eine tolle Ernte ab. Gerade vom Mangold bin ich immer absolut begeistert, wie der abgeht und einfach ohne, dass man irgendwas tun muss, ein Stängel nach dem anderen produziert. Und das ist auch ein super leckeres Gemüse, was man ja gar nicht so oft im Laden bekommt. Also Mangold würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, auch wenn du vielleicht noch gar keine Gartenerfahrung hast. Und rote Beete und Spinat wachsen auch ziemlich ohne Probleme. Also das sind tolle, anfängerfreundliche Gemüse, die auch auf halbschattigen Beeten wachsen. Dann kommen wir zur nächsten Gemüsegruppe. Das sind ziemlich schnell wachsende Kandidaten, die ihr auch im Halbschatten anbauen könnt. Ich habe ja mal ein Video über die Raketengemüse gemacht. Das kann ich euch gerne da oben verlinken. Da sind die Kandidaten, die ich euch jetzt hier erzähle, glaube ich, auch alle mit dabei. Das ist einmal der Salat. Also der Salat wächst auch super gut im Schatten. Da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Auch Radieschen, die sind ja sowieso total einfach anzubauen. Also Salat und Radieschen finde ich auch immer toll für das Beet von meinem Sohn zum Beispiel. Der hat auch ein Beet in unserem Garten. Und da finde ich es immer schön, wenn man dann auch schnell eine erste Ernte hat, sodass der auch merkt, dass dabei was rumkommt bei all der harten Arbeit. Dann Asiasalat. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, weil fast alle Leute, die bei uns in den Garten kommen und sich mal durchprobieren durch die ganzen Gemüse, die wir so anbauen, kennen keinen Asiasalat. Für uns ist das so normal. Das ist so ein schärferer Salat, der enthält, glaube ich, Senföle oder sowas, sodass er richtig schön würzig und scharf schmeckt. Der wächst super gut, auch jetzt im Winter, wenn es draußen kalt ist, kann man den super toll noch ernten. Also eigentlich ein super pflegeleichtes, tolles Gemüse. Das müsst ihr echt mal ausprobieren, und das könnt ihr auch auf euren halbschattigen Beeten anbauen. Dann Rucola. Rucola wächst auch wunderbar im Schatten, macht auch so ein bisschen Pep im Salat, oder? So nur Kopfsalat fände ich irgendwie ein bisschen öde. Aber wenn man dann noch Asiasalat und Rucola hat, dann wird das
das gleich viel freundlicher, auch im Winter, wenn man sonst nicht so viel Auswahl aus dem Garten hat. Da habe ich noch so einen Kandidaten auf meiner Liste, der irgendwie im Winter auch einiges hermacht, wenn man trotzdem immer noch jeden Tag einen frischen Salat auf dem Tisch haben möchte. Das ist der Feldsalat. Ich liebe Feldsalat. Ich hasse es zwar, den zu putzen. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal erzählt habe, aber ich habe eine Ur-Urgroßmutter, die ich leider nie kennengelernt habe und von der mir meine Familie immer erzählt, weil sie meinen, ich hätte irgendwie die Gartenleidenschaft von ihr geerbt. Und die hatte anscheinend einen ganz tollen Garten. Die hat auch immer in ihrem Karren ist sie zum Markt gefahren und hat da ihr Gemüse verkauft. Und die hat immer im Garten gesessen und ihren Feldsalat geputzt. Und dann hat sie gesagt, ich sitze hier und putze mein Nüsschen und wer mich mag, der gibt mir ein Küsschen. Und ich finde das erstens super süß und hätte sie so gern mal in echt kennengelernt und ihren Garten gesehen. Ich kenne nur ganz alte Bilder von diesem Garten und er ist wirklich traumhaft schön. Und ich hoffe, dass sie von oben runterschaut und uns beim Gärtnern zuschaut. Aber gleichzeitig denke ich auch, dass sie sich das Küsschen echt verdient hat, weil Nüsschen oder Feldsalat zu putzen, ich hasse es und freue mich immer, wenn ich das an meinen Freund abschieben kann. Dann zwei Gemüse, die aus unserem Garten auf jeden Fall niemals wegzudenken wären, die du auch in halbschattigen Beeten anbauen kannst, sind Karotten und Pastinaken. Karotten, da muss ich glaube ich nicht viel zu sagen, Pastinaken sind sehr ähnlich, ein bisschen milder, aber gleichzeitig süßer, ein bisschen mehliger. Also man hat die früher auch statt Kartoffeln genommen und das war auch ein Grundnahrungsmittel für viele Leute früher. Die sind natürlich dicker und ja, wenn ihr noch nie Pastinaken angebaut habt, macht das mal. Wir machen das auch total oft, dass wenn wir zum Beispiel Nudeln mit Tomatensauce kochen, dann braten wir so geriebene Pastinakenstücke an, ganz scharf, mit ein bisschen Sojasauce abgelöscht und die sind so würzig. Es ist wie so ein Parmesanersatz im Winter. Es ist so lecker. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Mm. Und Zwiebelgewächse wachsen auch gut in halbschattigen Beeten. Die Zwiebeln, also ganz normale Gemüsezwiebeln oder auch Frühlingszwiebeln könnt ihr in halbschattigen Beeten anbauen. Dann Knoblauch. Knoblauch könnt ihr auch jetzt wieder pflanzen. Ich verlinke euch mal mein Knoblauchpflanzvideo da oben. Es gibt zwei Zeitpunkte, um Knoblauch zu pflanzen. Einmal im Herbst und einmal im Frühling. Und jetzt fängt die Knoblauchpflanzzeit wieder an, sodass ihr wieder losgehen könnt, falls bei euch kein Schnee liegt. Bei uns liegt heute total viel Schnee, deswegen bin ich auch heute hier drin und nicht draußen im Garten, um das Video für euch zu filmen, weil es kaum noch ein Durchkommen gibt. Habe ich schon den Lauch erwähnt? Ich glaube nicht. Also der Lauch gehört auch dazu. Den könnt ihr auch auf halbstattigen Beeten anbauen. Und Lauch würde ich auch unbedingt unter einem Kulturschutznetz anbauen, weil die Lauchfliege schon ziemlich hartnäckig ist. Bei Zwiebeln schaffen wir es noch meistens, die Zwiebelfliege ohne Netz abzuhalten, indem wir sie in Mischkultur mit Karotten oder Pastinaken anbauen. Das ist ja eine tolle Mischkultur. Da kann ich euch auch ein Video unten in der Videobeschreibung und hier oben verlinken, wo es um Mischkulturen geht. Also Pflanzen, die man gemeinsam auf ein Beet pflanzen kann, damit sie sich die Schädlinge gegenseitig vom Hals halten oder auf eine andere Art und Weise einander irgendwie gut tun. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich habe auf jeden Fall noch drei Gemüse im Sinn, die ihr auch anbauen könnt. Deswegen mache ich mal mit denen weiter. Und zwar ist das einmal der Rettich. Rettich ist so anspruchslos. Und wenn ihr Rettich mögt, ich weiß, dass da spalten sich irgendwie so ein bisschen die Geister. Ich bin nicht so ein krasser Rettich-Fan, aber ab und zu finde ich es schon nett. Und den kann man so einfach anbauen. Der wächst einfach. Du streust die Samen in die Erde und kannst ein paar Monate später deine Rettiche ernten. Und dann habe ich noch zwei Kandidaten, die ich mir bis zuletzt aufgehoben habe, weil ich die so toll finde. Und das sind zwei Fruchtgemüse. Die anderen Gemüse, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe, waren ja nur Blatt- und Wurzelgemüse, weil die mit Schatten viel besser zurechtkommen. Aber Buschbohnen und Erbsen kommen auch auf halbschattigen Beeten zurecht. Und die könnt ihr auch bei euch anbauen. Ich denke, das erweitert die Palette doch um zwei ganz tolle Gemüse. Ich finde Erbsen. Ich bin mir immer unsicher, ob Erbsen oder Knollensellerie mein Lieblingsgemüse sind. Aber vom Geschmack her auf jeden Fall Erbsen. Vom Charakter her der Knollensellerie. Der ist so runzlig und witzig und langsam und gemächlich. Ich liebe die einfach, diese hässlichen Knollen. Ich finde die total charmant. Aber Erbsen sind einfach so unglaublich lecker, wenn man die frisch vom Strauch pflückt. Wir haben immer mal Kinder zu Besuch aus der Nachbarschaft, die gerne mal im Garten ein bisschen rumschauen und ein paar Sachen naschen. Und immer, wenn ich denen Erbsen gebe, sind die
die hin und weg und sagen, dass die fast genauso lecker sind wie Süßigkeiten. Und das ist doch ein tolles Kompliment, was man einem Gemüse machen kann. Machen wir weiter mit den Kräutern. Aber ich finde, ich habe mir jetzt so den Mund fusselig geredet, dass ich für die Kräuter, die ihr im Halbschatten anbauen könnt, jetzt einfach mal eine Liste einblende, sodass ihr die euch abschreiben oder abfotografieren könnt. Und dann mache ich weiter und erzähle euch noch was über die Obstpflanzen. Weil es sind eine ganze Menge Kräuter, die ihr auch im Halbschatten anbauen könnt. Und ich denke, sonst würde das Video einfach viel zu lang werden. Ich mache das immer so, dass ich die Kräuter an den Rand der Gemüsebeete pflanze, sodass die Gemüse auch von der Mischkultur mit den Kräutern profitieren, weil viele Kräuter sind ja tolle Mischkulturpartner für Gemüse. Und natürlich kann man auch ein explizites Kräuterbeet anlegen, das habe ich auch. Aber ich finde es auch super schön, wenn man einfach an den Wegen entlang im Gemüsegarten die Kräuter hat. Und die erntet man ja auch regelmäßig. Also wenn wir kochen, dann gehe ich eigentlich immer raus in den Garten und hole uns erstmal frische Kräuter. Und das ist dann auch sehr einfach, die zu ernten, wenn die direkt am Weg entlang wachsen. Und die Gemüse profitieren eben noch von dem Mischkultureffekt. Also finde ich eine ganz schöne Sache. Und dann machen wir weiter mit dem Obst. Und da kommt erstmal ein Gemüse. Ja, dann machen wir tatsächlich weiter mit einem Gemüse, obwohl wir jetzt bei dem Obst angekommen sind, nämlich der Rhabarber. Der ist ja eigentlich ein Gemüse, aber wer bezeichnet den schon ernsthaft als Gemüse, außer er ist ein Botanik-Nerd. Also Rhabarber wächst auch im Halbschatten und es ist eine krasse Pflanze, oder? Ich finde Rhabarber so wunderschön. Und wenn ihr mal seht, wie der blüht. Also lasst den ruhig mal blühen. Das ist unglaublich. Rhabarber eignet sich auch wunderbar als Solitärstauder. Also wenn ihr zum Beispiel einen Bauerngarten anlegt, wie ich das ja auch in meinem Bootcamp erkläre, mit den unterschiedlichen Layouts von unterschiedlichen Beetanlagen und Gemüsegärten. Das ist unglaublich, wie schön es ist, wenn man in die Mitte einen Rhabarber pflanzt und den auch blühen lässt im Sommer. Das ist wunderschön. Und Beerensträucher wachsen natürlicherweise im Wald. Das heißt, die sind auch an Schatten oder Halbschatten gewöhnt. Und so könnt ihr also auch Walderdbeeren, ihr könnt Heidelbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren und Himbeeren auch in einem halbschattigen Bereich anbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, eigentlich mögen die es sogar lieber, als wenn sie in der prallen Sonne stehen. Und Schattenmorellen könnt ihr auch im Halbschatten anbauen. Ich glaube allerdings, dass der Name Schattenmorelle nicht daher kommt, dass die auch im Schatten wachsen. Falls es jemand von euch weiß, schreibt das mal in die Kommentare. Ich habe da schon mal was zu gelesen. Ich glaube, es kommt woanders her. Aber auf jeden Fall ist das eine tolle Sache. Dann könnt ihr eure eigenen Sauerkirschen ernten und eine Schwarzwälder Kirschtorte mit Kirschen aus dem eigenen Garten machen. Die könnt ihr auch super einfrieren oder einkochen. Es gibt drei Sachen, die du beachten solltest, wenn du auf eher halbschattigen oder schattigen Beeten gärtnerst. Und zwar würde ich den Pflanzabstand, also den Abstand zwischen den Pflanzen, immer ein bisschen größer wählen als auf sonnigen Beeten, damit die Pflanzen sich nicht auch noch gegenseitig Schatten machen. Und außerdem brauchen Pflanzen, die im Schatten wachsen, weniger Wasser und weniger Nährstoffe als Pflanzen auf sonnigen Beeten, weil im Schatten einfach alles langsamer vonstatten geht. Das heißt, du musst auch länger darauf warten, bis du dann deine Ernte bekommst. Und deswegen brauchen die Pflanzen nicht so viel Wasser und nicht so viel Dünger auf einmal. Das ist übrigens unsere Wohnung. Wir haben noch keine Zimmertüren, außer im Bad. Die kommen alle noch hoffentlich. Es stehen noch jede Menge Umzugskisten rum und vor allem bin ich erschüttert, wie viele CDs mein Freund hat. Guckt euch das mal an. Da drüben geht's noch weiter. Unglaublich, oder? Der hat vor einem Jahr angefangen, CDs zu sammeln und jetzt ist unsere ganze Wohnung voll CDs. Ich denke mal, wenn du dieses Video schaust, dann grübelst du gerade an deinem Anbauplan, wie das mit der Fruchtfolge und der Mischkultur und so weiter funktioniert. Also schau auf jeden Fall mal da drüben vorbei. Da habe ich nämlich ein Video für dich verlinkt, in dem ich dir genau zeige, Schritt für Schritt, wie du deine Anbauplanung erstellst. Und am Ende ist dieser Anbauplan fertig. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis Samstag. Macht's gut. Tschüss.